Online-Gäste. Quickie. Hallo, hallo. Christian hier, die eine Hälfte der Online-Geister. Wir hatten ja schon, also Tristan und ich, die wir normalerweise im Duo hier agieren, vor einiger Zeit, also vor, boah Gott, schon 2016 war das gewesen, als der Podcast hier noch ganz jung war, hatten wir ja bereits das Format der Quickies eingeführt. Also kurze Podcast-exklusive Stücke, in denen wir einfach verschiedene Themen ein bisschen näher beleuchten möchten, in denen wir auch verschiedene Themen näher ansprechen möchten. Und das möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal etwas weiterführen. Tristan hat momentan mit seinem Studium gut zu tun, deswegen kann er meistens so bei unseren monatlichen Standardfolgen dabei sein. Ich möchte aber das ganze Thema, weil auch einfach ich den Podcast an sich als Format super finde, euch als Zuhörer einfach gerne habe und wir das auch schon in einer Umfrage 2016 hatten, dass man es gerne häufiger hören möchte, einfach als Testlauf gerade mal häufiger bringen. Ich möchte die Online-Geister, in dem Fall jetzt im Quickie-Format, einfach häufiger senden. Dann auch einfach mal schauen, wie funktioniert das Ganze? Kann ich das stemmen, zum Beispiel einmal pro Woche eine Folge rauszuhauen? Da auch Frage in die Runde. Kommentiert uns einfach mal unter dieser Folge oder schreibt uns eine E-Mail an info@onlinegeister.com oder kommentiert im Social-Media-Bereich. Das ist komplett frei. Ich würde empfehlen, E-Mail oder Kommentar unter dieser Folge im Blog. Was haltet ihr davon? Online-Geister, häufiger senden? Ja, nein. Welche Themen würden euch vor allem interessieren? Das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Also ich habe jetzt als Idee Folgendes, dass ich zum einen aus meinem normalen Alltag berichte. Ich bin ja jetzt seit einiger Zeit wirklich sehr, sehr stark im selbstständigen Bereich tätig als Schriftarchitekt. Also lange Jahre war das neben dem Studium betrieben. Inzwischen mache ich es quasi fulltime und da habe ich halt auch verschiedenste Situationen. Ich bin ja auch als Coach, als Dozent, als Speaker tätig und habe da auch verschiedenste Situationen schon gehabt mit Teilnehmern, mit Bildungsinstitutionen, die ich einfach manchmal weitergeben möchte, mindestens als Empfehlung, als einfach Erfahrungswerte. Das wäre Punkt 1, also ein bisschen aus meinem Alltag berichten. Dann Punkt 2, einfach Kommentare zu verschiedenen digitalen Entwicklungen. Das hatten Tristan und ich häufig schon gemacht im Bereich unserer normalen Sendungen. Aber da sind die Quickies dann manchmal eher angefallen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise waren so ein bisschen Ausschuss, weil wir da ja normal im Radio laufen und dann eher so ein bisschen das Problem haben, dass wir halt Überlänge hatten und deswegen meistens aus den Hausmeistereien bestimmte Meldungen, Themen so ein bisschen ausgliedern mussten. Also insofern waren die Quickies meistens eher Beifang gewesen und weniger so richtig intendiert. Und da möchte ich einfach mal eure Meinung haben. Interessieren euch diese Themen, also ein bisschen aus dem Alltag, so Business-Bereich, PR, Marketing und eben aktuelle Social-Media-Themen, Meinungen dazu, manchmal auch Diskussionen. Da habe ich nämlich auch was vor, dass ich mich gerne mit verschiedensten Leuten, seien es andere Podcaster, seien es Bekannte oder sonst wer, mich einfach mal so im Sinne eines Kamingespräches hinsetze, wir irgendein Thema besprechen, beispielsweise, wie motivierst du dich selbst? Wie schaffst du es, aus einem Tief hochzukommen, also so ein bisschen auch Richtung Live-Coaching manchmal zu gehen, was ich hoffe, dann für euch in der Masse, auch wenn ihr jetzt nicht im Business-Bereich tätig seid, aber zum Beispiel da auch sehr interessant ist, denn schlussendlich, es geht im Bereich Selbstständigkeit auch häufig darum, wie motiviere ich mich selbst? Wie schaffe ich es, im beispielsweise Homeoffice nicht nur im Pyjama dazusitzen und mir YouTube-Videos anzugucken, sondern auch wirklich zu arbeiten? Das möchte ich jetzt aber weniger im Sinne von, ja, ich sag mal so ein Diabetes-Business halten, die ich halt manchmal so dermaßen überzuckert süß finde, dass ich dann schon das Gefühl habe, ich kriege jetzt langsam eine Zuckerkrankheit. Ist jetzt auch nicht böse an meiner Stelle, aber es gibt halt manchmal so Menschen, da da komme ich mit dem Charakter nicht so sehr klar. Aber das ist meine Sache, das ist meine ganz persönliche Einstellung. Ist auch gar nicht böse gemeint, das sind generell auch alles ganz, ganz liebe Menschen. Aber ich habe halt da manchmal den Eindruck, ich möchte da auch was zu sagen, aber ich möchte da anderen Winkel nehmen, anderen Winkel setzen, beziehungsweise anders an das Thema rangehen. Und da würde mich eure Meinung interessieren. Schreibt einfach Tristan und mir info@onlinegaster.com oder als Kommentar unter diese aktuelle Folge eure Meinung. Was denkt ihr? Die Quickies
gerne so kurze Formate, das würden wir auch wirklich übersichtlich halten, so im Bereich maximal 10, 20 Minuten, es sei denn, wir haben halt extrem viel zu reden, aber es immer so als verdauliche Portionchen. Würden wir das etwa halten wollen? Insofern Feedback gerne gewünscht. Schreibt uns an der Stelle, schreibt uns auch generell gerne eure Meinung, Feedback, auch gerne Rezensionen bei iTunes, bei Stitcher. Da gibt's auch Informationen unter onlinegeister.com, wo wir da überall gelistet sind in den Verzeichnissen. Da würden wir uns auch sehr gerne über Bewertungen freuen. Also wenn ihr uns einen Stern geben wollt, kein Ding. Wenn ihr uns 5 Sterne geben wollt, umso besser. Aber generell, wir leben von Feedback. Das ist ein Podcast, der auch versucht, mit der Community ein bisschen zu arbeiten. Das ist vielleicht manchmal hier und da ein bisschen zu kurz gekommen, aber generell, wir legen Wert auf eure Meinung. Schreibt uns, was denkt ihr? Soll Tristan, wie auch immer, wir das dann vielleicht manchmal auch aufteilen, aber einfach, möchtet ihr mehr Leute, mehr Podcast, mehr Content, mehr Inhalt? Okay, dann, das wär's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen, wir hören uns. Tschüss. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.